Gleich in den Nachrichten dieser Woche. Schock für Regionalbahnnutzer. Zug fängt Feuer. Schock für Hotelmitarbeiter. Räuber bedrohen sie mit Pistole und rauben Geld. Salé gegen Kulturrabatt für Sexualstraftäter und Skurriles in der U-Bahn. No Pants Subway Ride lockt am Wochenende. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Nachrichten dieser Woche. Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat gefordert, dass die Übergriffe auf Frauen in Köln konsequent strafrechtlich verfolgt werden. Es darf keinen Kulturrabatt geben, sagte der 38-jährige gebürtige Palästinenser am Freitag im öffentlich-rechtlichen Bezahlradio. Es ist mir Schnuppe, wo der Täter herkommt, betonte Saleh. Solche Taten seien zu ächten und zu bestrafen. Straffällige Migranten hätten in Deutschland nichts zu suchen und müssten abgeschoben werden. In Köln und weiteren Städten hatte es in der Silvesternacht massive sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben. Tempo 30 in Weißensee. Auf einem Abschnitt der Berliner Allee in Weißensee soll nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtes vom Montag künftig Tempo 30 gelten. Das Gericht gab damit am Montag der Klage eines Anwohners statt. Im Einzelfall könne die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auch auf Hauptverkehrsstraßen verlangt werden, wenn ein Luftreinhalteplan dies vorsieht, so hieß es im Urteil. Mehr dazu am Abend in unserem Thema des Tages und später auch auf unserem YouTube-Channel. Preise in Berlin bleiben stabil. Das Leben in der Hauptstadt war im Dezember kaum teurer als ein Jahr zuvor. Vor allem, weil Heizen und Tanken billiger wurde, lagen die Verbraucherpreise wie im November nur 0,1% höher als ein Jahr zuvor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Heizöl kostete 22,5% weniger als im Vorjahresmonat, Kraftstoffe 7,8%. Dass die Verbraucherpreise stabil sind, liegt auch an konstanten Nahrungsmittelpreisen. Zwar war Gemüse nach den Zahlen 9,3% teurer als im Dezember 2014, Molkereiprodukte und Eier jedoch waren um 6,5% günstiger zu haben. Verglichen mit dem November 2015 blieben die Preise insgesamt also stabil. Streifenwagen fahren wieder. Die Probleme der Berliner Polizei mit ihren eingefrorenen Streifenwagen haben sich nach einer etwas weniger kalten Nacht wieder gelöst. Am Dienstagmorgen seien alle Polizeiautos ohne Probleme angesprungen, sagte ein Sprecher. Die laufen alle wieder. Die genaue Ursache für den Ausfall von 85 der insgesamt 344 Streifenwagen am Montag könne aber nicht mehr festgestellt werden. Es gebe wohl keinen alleinigen Grund, der die Opel Zafira stillgelegt habe. Am Montag war im Internet und von Pannenhelfern spekuliert worden, dass die Ausfälle mit dem Dieselantrieb zu tun haben könnten. Unterdessen fährt nach dem Brand eines Regionalzuges in Hellersdorf die Regionalbahn 26 nur verkürzt. Bedient wird nach Angaben der Niederbarnimer Eisenbahn nur der Abschnitt zwischen Strausberg und Köstrin. Zwischen Lichtenberg und Strausberg empfiehlt die Verkehrsgesellschaft deswegen das Umsteigen auf die S-Bahn-Linie 5. Die S5 war nach dem Brand am Mittwochabend zunächst unterbrochen worden. Sie fährt nach Angaben der Deutschen Bahn am Donnerstag aber wieder normal. Die S-Bahn nutzt laut Deutscher Bahn ein anderes Gleis als die weiter blockierte Regionalbahn. Dort versuchten Spezialisten am Vormittag, den abgebrannten Zug zu bergen. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr durch einen technischen Defekt in einem Schaltkasten ausgelöst worden. Der Zug brannte am Bahnhof Wuhletal vollständig aus. Von den etwa 180 Fahrgästen wurde Gott sei Dank aber niemand verletzt. Die S-Bahn unterdessen meldete wieder Ausfälle, wie schon seit Einsätzen der Kältewelle am Wochenende. Die S47 fuhr nach Angaben der S-Bahn nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide. Die S9 verkehrte nur zwischen Flughafen Schönefeld und Treptower Park. Am Mittwoch hatten Weichen- und Signalstörungen sowie zugefrorene Türen den Verkehr deutlich stärker beeinträchtigt, TV Berlin berichtete. Die Berliner Verkehrsbetriebe berichteten von einem für die Straßenverhältnisse normalem Verkehr. Seit Mittwochnachmittag pendelte die U6 allerdings wegen einer Störung zwischen den Bahnhöfen Altegeln und Otisstraße sowie zwischen Otisstraße und Kurt-Schumacher-Platz. BVG-Vertrag bis 2035 geplant.
Die Berliner sollen vom Jahr 2020 an neue U-Bahn-Wagen bekommen. Der Senat will den 2020 auslaufenden Verkehrsvertrag mit den Verkehrsbetrieben bis 2035 verlängern. Eine neue BVG-Tochtergesellschaft soll die neuen Fahrzeuge selbst finanzieren. Dazu wurde am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Alte U-Bahn-Wagen sollen nach und nach ersetzt werden. Die Fahrzeuge in Linien 1 und 2 seien im Durchschnitt 27 Jahre alt, die anderen 29 Jahre. Für den Kauf neuer U-Bahnen und Straßenbahnen benötige die BVG bis 2035 rund 3 Milliarden Euro, teilten die Vertragsparteien mit. Hosenlose U-Bahnfahrt in Berlin. Nackte Beine in der U-Bahn und das mitten im Winter. An diesem Sonntag rufen zwei Berliner Studenten zum fünften Mal bereits zum No Pants Subway Ride Berlin auf. Die Teilnehmer der Aktion werden mehrere Stunden lang ohne Hosen mit der U-Bahn durch Berlin fahren. Los geht's um 14 Uhr am S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee. Der Treff ist am Food Court des Ringcenters 2. Wir sehen den No Pants Subway Ride als lustiges Schauspiel in der Öffentlichkeit, welches andere Fahrgäste zum Schmunzeln bringt, heißt es auf der Website der Veranstalter. Im vergangenen Jahr nahmen demnach rund 60 Berliner an der Aktion teil. Die Verkehrsbetriebe sind die hosenlosen Fahrgäste gelassen. Sie können tragen, was sie wollen, solange sie sich gut und wohl fühlen und solange sie eine Fahrkarte haben, sagte eine Sprecherin der BVG. Die Idee zum No Pants Subway Ride entstand vor 15 Jahren in den USA. Die Aktion gibt es mittlerweile laut Angaben der Veranstalter in über 60 Städten weltweit. Ja, und damit sind wir beim Polizeibericht dieser Woche. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Neuendorf. Ich berichte Ihnen aus der Einsatzleitzentrale der Berliner Polizei über die Geschehnisse der letzten Woche. Aufgrund der bundesweiten Berichterstattung über die Geschehnisse in der Silvesternacht in Köln kann ich berichten, dass wir hier in Berlin leider auch 7 Sexualstraftaten in der Öffentlichkeit hatten. In 3 Fällen konnten die Täter direkt bei der Tat und nach der Tat festgenommen werden. In den anderen Fällen wird weiter von den Fachdienststellen ermittelt. Wir hatten unter anderem 3 Fälle, bei denen Frauen von einer Männergruppe umringt wurden und von den Männern dann unsittlich berührt wurden. In diesem Zusammenhang bitten wir alle Frauen, die etwas derartiges erlebt haben, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. Wir müssen solche Taten aufnehmen, damit wir hier einen Überblick bekommen und eben auch Tatverdächtige festnehmen können. Auch in einem anderen Fall bitten wir darum, dass sich Zeugen bei der Polizei melden. Es handelt sich hier um einen Überfall auf ein Hotel in Kreuzberg in der Flottwellstraße. Dort sind in der Nacht vom 28. zum 29. 3 Männer in die Rezeption gekommen, haben die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und dort wurde Bargeld und ein Laptop geraubt. Die Täter flüchteten dann und es gibt von dieser Situation eine Aufnahme der Überwachungskamera. Leider ist ein derartiger Überfall keine Einzeltat. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder Überfälle, insbesondere auf kleine Hotels in Berlin, registrieren müssen. Auch deshalb bitten wir darum, dass sich Zeugen bei der Polizei melden, damit wir hier die Täter fassen können. Die Wetterlage war in dieser Woche so, dass wir den ersten Wintereinbruch hatten, den ersten Schneefall. Und das führte am Mittwoch, dem ersten Tag, wo wir diese Wetterlage hatten, zu einer erhöhten Anzahl von Verkehrsunfällen. Wir haben von den Morgenstunden bis zum Nachmittag rund 500 Verkehrsunfälle registriert. Zum Glück war es größtenteils ein Blechschaden, aber in einzelnen Fällen haben wir auch verletzte Personen. Zum Beispiel wurde eine Frau in der Sophie-Charlotte-Straße von einem Auto auf dem Fußgängerüberweg erfasst. Diese Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ja, soweit die Information hier von der Polizei in Berlin. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Und damit sind wir beim Wetterausblick für die kommenden Tage. Am Montag und am Dienstag hält sich das Quecksilber noch bei maximal 4 Grad. Ab Mittwoch zeigt der Temperaturtrend aber wieder leicht nach unten. Dazu bleibt es meist dicht bewölkt, nur selten kommt die Sonne zum Vorschein. Am Mittwoch muss zudem mit Schneeregen gerechnet werden. Ja, und das waren die Nachrichten dieser Woche. Tschüss bis Montag.